Hallo und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Pokémon Schwert und Schild hier auf meinem Kanal. Wir probieren Shiny auszubrüten und wer weiß, vielleicht schaffen wir es in dieser Folge. Und dann wünsche ich euch viel Spass beim Schauen von dieser Folge. Ciao! Und dann hallo und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Stream zu Pokémon Schwert und Schild. Und zwar wieder mit dem Iguana-Ei ausbrüten. Genau. Tun wir mal hier unsere Eier an. Das tun wir wieder leislicher stellen. Und wir nehmen mal unsere ersten Eier und fahren doch schon mal los. Genau. Ich bin jetzt wieder zurück aus der Ferien von Kanada. Eine Woche ein bisschen im Schnee geniessen. Perfekt, dann starten wir doch jetzt mit dem zweiten Ei. Und mit Kanada. Genau, Kanada, was haben wir da jetzt so gehabt? Leider keine Tiere gesehen. Habe ich wirklich schade gefunden. Tut da her. Wir sind so ein bisschen Kutschen fahren, also Kutschen Schlitten fahren, wo gezogen wurde von ein paar Rössern. Genau, so eine Stunde, eine Runde ist es gegangen. Ein bisschen schön im Schnee, 15 Leute, Geburtstag von meiner Grossmutter ein bisschen geniessen. Und extrem schönes Wetter. Das ist wirklich wunderbar gewesen, sage ich mal. Näheres. Wir haben noch mal die Stadt angeschaut. Da sind wir gelaufen. Ich habe fast jeden Tag über 8 km gelaufen. Das war ziemlich viel. So fast 12, jeden Tag 12'000 Schritte. Das ist schon recht viel für mich, finde ich. Mein Ziel ist so 10'000 pro Tag. Aber jetzt so... was habe ich jetzt gesagt? 12'000 ist nochmal eine andere Marke, finde ich, für mich. Ich schaffe es manchmal fast täglich gar nicht, das zu erreichen. Ja. Ja, sehr viel im Park, wo der nebendran ist, bin ich halt spazieren. Wirklich viel ist nicht los gewesen. Halt eine Woche in so einem grossen Land. Ist halt schwierig, etwas zu machen, weil du einfach lieber die Zeit mit der Grossmutter will verbringen. Statt. Entschuldigung, Mikrofon. Statt die ganze Zeit irgendwie noch immer herzusäckeln und stressen und so, weil wir nur eine Woche Zeit. Aber ich muss sagen, die Woche hat extrem interessant angefangen. Wir haben unser Gepäck nicht mitbekommen. Wir sind geflogen mit 2,5 Stunden Verspätung. Und genau. Das ist natürlich nicht so toll, wenn man so viel Verspätung hat. Wir haben unsere Anschlussflüge verpasst. Wir wären von Zürich auf Calgary geflogen. Oh, ups, jetzt habe ich nicht geschaut. I'm sorry. I don't want to collision with you. Ja, genau, wir hatten 2,5 Stunden Verspätung und dann haben wir unsere Anschlussflug zu Toronto verpasst. Leider. Nein, nein. Ja genau, dann haben wir unseren Anschlussflug verpasst, dann haben wir nicht genau gewusst, ja, wie geht jetzt das? Haben wir jetzt unser Gepäck mit, müssen wir Sepp alleine uns darum kümmern, wie das Ei, wie das Ei von der Schweiz zu unserem Ziel kommt. Dann wie unser Gepäck, wie das mitgeliefert wird, das war bei uns nicht ganz sicher gewesen. Aber dann haben sie uns irgendwie umgebucht. Es geht so auf einen Flug, der noch Platz hatte, für weiter zu gehen. Paul Del Astro, was kann ich helfen, ja? Hello. Danke. Ja, was kann ich helfen? Ich bin gerade selber ein bisschen verwirrt mit meinem Ton, warum das meine Elgato keinen Ton mehr abgibt. Aber ich bin immer da für die Fragen. Stell deine Frage. Und danke für den Follow. So. Oh nein. Here we go again. Nummer 79. Und Iguana. Yeah. eine Sekunde. Ja, wir können jetzt schon duschen. Eier entgegennehmen. Wir können jetzt schon duschen. Ich wäre auch froh, dass ich den Pokédex-Eintrag hätte. Ja, ich würde schon gerne zurück wollen. Das wäre noch etwas, aber sonst bist du, glaube ich, momentan der einzige Zuschauer da. Ja, kein Problem, ich helfe.
Aber ich brauche es selber auch noch. Merci, ich danke dir auch. Ich sage mal, wir machen einfach ein Passwort. Ich hoffe, du siehst es im Stream. 4, 5, 6, 9. Iguana! Yeah! Und ich höre immer so ein komisches Echo für mich selber. Das ist das. Jetzt habe ich gemerkt, das geht wieder raus. Aber merci, dass du es sagst. Ein Ei! Yeah! Und was kriegen wir? Ein Iguana! Was für ein Wunder. Paul Berger. Perfekt. Nein, nicht beenden. Bist du ich? Das war ich. Mein Name ist Schül. Genau, mit diesem Passwort fortfahren. Ja, genau, ich bin Schül. Also, Jule. Genau, Entschuldigung, das hätte ich vielleicht noch sagen sollen. Sehr gut. Zum Glück geht es einigermaßen schneller. Entschuldigung, ich habe es falsch gelesen. Ich habe keine Samazente. Ihr Schwert. Scheiße, ich habe jetzt gehofft, kann ich uns helfen, aber... Du hast ein Schwert, oder? Ich habe darum gemerkt, du meinst, dass du Samazente hast und ich... Saskian. Scheiße. Willst du ein shiny Carpador? Oh Mann, ich bin so... Entschuldigung. Ich habe leider kein Samazente. Ich hätte es gerne. Ich muss dann noch schauen, ob es irgendwie neu machen kann, duschen. Und sonst kaufen wir das Spiel und dann... Vielleicht kaufen wir das Schild noch und holen wir jetzt Samazente. Und vielleicht kann man da noch mal etwas schauen. Iguana! Ich habe da noch so billige Päckchen von Kanada noch gekauft. Sie sind so von einem Dollar Store. Dort hat alles 1,25 Dollar gekostet und meine Stimme kurz abzudecken. Genau, 1,25 Dollar. Dafür ist es aber nur so eine abgespeckte Variante von dem, was man so kann haben. Also dort ist das Päckchen kostet 1,25, aber es sind nur 3 Karten drin, statt die üblichen 10 bei uns. In der Schweiz oder in Deutschland. Bunte Gleichgesinnten und Welten im Wandel habe ich etwas gekauft. Ich finde es amüsant. Ich sehe ja da, dass ich shiny Zwirrlicht noch nach 7 Eier habe ich es bekommen. Ich glaube sogar noch, dass ich vor 1,5 Wochen etwa den Stream-Zusammenschnitt aufgeladen. Oh, ein Ei! Dann kann ich schnell ein Kartenpäckchen holen. Oh. Iguana! So. Da wieder her sitzen. So, I'm back. Ich habe hier 2 Päckchen hergenommen. Also im Gesamten sind es eigentlich 6 Karten. Ein ist ein Päckchen von Cosmic Eclipse, also Welten im Wandel. Und ein Päckchen, und ich gerade nicht mehr den deutschen Namen weiss. Bunte Gleichgesinnten ist es gut. Das tun wir doch jetzt schnell eins auf. So, also wir haben hier das Pokémon-Päckchen und Infinite Minds. Bei dem Päckchen ist es eben genau so, es hat 3 Karten und es ist nicht garantiert, dass eine von denen überhaupt etwas ist. Und dann haben wir einmal ein Automove gezogen. Woo! Oh, wie heisst das auf Deutsch? Ich weiß es gerade nicht, aber die Weiterentwicklung von FM. Iguana! Yay! 100er Marke der Eier. Und was hätten wir heute? Ich denke mal, es wird ein gelbes Iguana sein. Ja, ein gelbes Iguana! Yeah! 100 und. Iguana! 101! Danke euch rechtzeitig, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ich lasse euch eine Bewertung mit dem WWXS. Abo oder ein Follow hier auf Twitch oder auf YouTube, was euch passt. Und dann sieht man sich beim nächsten Video/Stream. Danke schön. Ciao!